Zumindest am Hafen war es nicht zu überhören. Ein lauter Knall soll die Bevölkerung vor einer Sturmflut warnen. Fast zeitgleich gingen überall in der Stadt die Sirenen an. Menschen wurden über ihre Smartphones und über Informationstafeln auf eine Gefahr hingewiesen. Hier und heute zum Glück nur ein Test. Aber das ist auch für uns jetzt ein Anlass, nochmal die Bevölkerung zu informieren, auch über die Möglichkeiten, wie wir die Bevölkerung warnen bei drohenden Gefahren. Und natürlich wollen wir auch gleichzeitig unsere Warnmittel noch einmal einem Test unterziehen. Und der wurde zumindest auf den ersten Blick auch bestanden. Der Warntag fand heute bundesweit statt. Um Punkt 11 Uhr drangen schrille Geräusche aus den Mobiltelefonen. Dadurch kann im Ernstfall auf alle möglichen Gefahren hingewiesen werden. In Hamburg liegt der Fokus vor allem auf der anstehenden Sturmflutsaison. Die beginnt Mitte September, das heißt, wir müssen in der Zeit bis Ende März damit rechnen, dass es vermehrt auch in Hamburg zu Sturmfluten wieder kommen kann. Das haben wir ja immer wieder um diese Jahreszeit dann im Winter. Hamburg ist da sehr gut vorbereitet. Jetzt liegt es an jedem und jeder Einzelnen zu schauen, ob man durch den bundesweiten Warntag erreicht wurde und wie man im Ernstfall reagieren würde. Ja, wir wollen natürlich heute die Menschen sensibilisieren, aufmerksam zu sein, mit Warnungen auch sensibel umzugehen, zu schauen, erreicht mich eine Warnung, werde ich gewarnt oder wie kann ich sicherstellen, dass mich eine Warnung im Ernstfall auch erreicht, dass ich dann auch wirklich das ernst nehme, schaue, was ist das für ein Ereignis, betrifft mich das, kann ich andere warnen, um mich und andere zu schützen, und darum geht es heute. Erstmal werden die Warnschussanlagen wieder versteckt, denn heute steht keine Sturmflut an. Trotzdem gut zu wissen, dass die Geräte im Ernstfall funktionieren.